Es gibt keinen Streit. Das hört sich eben ganz anders an. Ich kam gerade zu einer beiderseitigen Übereinkunft mit Adepten Yamorenes hier. Das würde ich hoffen. Werdet ihr euch weiter streiten, muss ich euch eine Strafe von einem Silbertaler aufdrücken. Es gibt keinen Streit. Widersprecht ihr mir? Ihr fragtet mich, ob es Streit gibt. Und ich sagte, es gibt keinen Streit. Das war eher eine Feststellung. Und jetzt widersprecht ihr mir. Was ist das für ein Typ? Muss das dienen? Kannst gerne mal auf, ja, an dieser Stelle Heraldik oder Kriegskunst. Ist schon da. Auch Kriegsgewichte auch. Ja, du hattest schon von ihm gehört, er ein von Drohlenhorst, ein Oberst, Fan Weitenberg, das ist der Vertreter von Ludert von Wertling. Okay, dann packe ich ihn vielleicht nicht so hart an. Nun, es gibt hier nichts, worum es sich zu sorgen lohnt. Ich war gerade auf dem Weg fort. Gut. Ihr werdet euch also auch den Truppen von Alduin anschließen. In der Tat. Dem Herrn Preyers zum Gefallen. Dem Herrn Preyers zum Gefallen. Und was seid ihr für Haderlumpen? Wir sind nette Haderlumpen. Ja, gut. Die nettesten, die ihr kennenlernen werdet. Aber ihr reist nicht im göttlichen Auftrag. Doch, im Auftrag der Herrin Sumu. Siehste, was Boltag sagt. Wollt ihr mich beleidigen? Nein. Wie käme Natürlich ich das? Natürlich nicht, Herr Oberst. Wir sind auf der Suche nach den sterblichen Überresten unserer ehemaligen Kronprinzessin Rohaya. Aha, wenn das eine Maga sagt. Hör mal zu, Angrosho. Die Beleidigung eines Offiziers der Reichsarmee, der unter Banner der Kaiserin ficht, wird mit dem Auspeitschen bestraft. Beleidigung? Ihr sagtet gerade etwas von, dass ihr in dem Namen von Sumu streitet. Natürlich. Habt ihr ein Edikt von ihr? Von der Kirche der Sumu? Selbstverständlich, wenn ihr wohl eines braucht. Schaut euch diesen Schlangenring hier an. Er guckt nicht auf den Schlangenring, sondern schaut einfach nur noch skeptisch zu der Mage. Sorgt euch nicht, Herr Oberst. Unser Begleiter ist reinen Herzens. Er gehört einer religiösen Minderheit an, so könnte man es nennen. Aber er ist von gutem Herzen. Gegen Minderheiten habe ich nichts, aber dennoch muss ich meine Männer finanzieren. Auch sie wollen Lohn und Brot. Ich kann das Ganze hier natürlich beschleunigen. Es gibt einige Brücken, die vor uns oder die vor euch liegen, wenn ihr nach Norden wollt, und diese Brücken versuchen wir zu bewachen. Aber auch dies gelingt uns nur, wenn wir den Brückenzoll bereits hier einpressen. Was würde uns diese Beschleunigung kosten? Nun, das sind natürlich mehrere Brücken, die dort vor euch liegen, und wenn wir sagen, ein Silber pro Bein und ihr mehrere Beine führt und die Mager für euch bezahlen mögt, sagen wir einfach mal 5 Dukaten und ihr könnt direkt an der Schranke vorbei. Wie viele Beine haben wir denn? Na, aber mir, jeder Mensch hat 2. Beschleunigt das Verfahren. Jedes Tier hat 4. Ich verstehe. Ihr seid doch ein Magus, oder nicht? Ein gelehrter Herr. Was ist mit Spinnen? Die haben mehr als 4. Richtig. Boah, pfui, Spinne. Oh, Herr Bannstrahler. Nein, er ist kein Magus. Was ist er nochmal? Herr Bannstrahler, bei allem Respekt, aber stellt euch bitte zu eurem Mann Alboin. Sonst muss ich euch hier und jetzt verwahren. Isaun bezahlt die 5 Dukaten. Ich schaue mir nochmal an. Erster Rondra. Rengar. Erster Rondra. Erscheint pünktlich. Wird das hier doch noch zu einem Streit? Nein. An dieser Stelle will ich 2 Silbertaler von euch haben. Ich gebe ihm den Zusätzlich. Taler. Ich gebe ihm den Taler und verziehe mich. Ja, selbstverständlich werden wir für die Beschleunigung des Verfahrens den entsprechenden Preis zahlen. Raffin? Was? War überhaupt klar, dass er alle Brücken hält? Ich werde umkämmen. Du, wenn die Mager entscheidet, dass wir das bezahlen, dann stehe ich da voll und ganz hinter der Mager. Na gut. Ja, Isarun kann da ein bisschen zerknirscht in ihren Geldbeutel greifen und die 5 Dukaten herausholen. Lasst euch dann auch ausgliedern, winkt dann seinen Männern, könnt euch dann an der ja noch sehr, sehr kleinen Schlange dann auch vorbei quetschen und ja, ihr dürft mal eine entweder Götter, ja doch, gebt mir mal eine Götter- und Kulteprobe. Würde man natürlich auch Sinnschärfe machen, aber finde ich langweilig an der Stelle. Und Abelmir.
Übertreib. Wenn ihr an der großen Gruppierung vorbeigeht, also was heißt große Gruppierung, vor allem viele Soldaten und einige Zivilisten bzw. Bauern, Söldlinge, wird aber mir jemand auffallen, der da ganz stark aus dem Kontrast heraussticht. Er trägt so etwas wie eine blaue Robe eines Eferdis, die natürlich hier auch nicht hingehören. Allerdings sind seine Wappen und seine Heraldik darauf passt nicht dann wirklich zu Effert, sondern eher nicht aventurisch. Rafim, tipp mal auf ihn an. Seht doch, den Eferdi dort. Boah, warte, lass mich doch mal gucken. Was ist mit dem? Er sieht irgendwie merkwürdig aus. Er scheint ein Eferdi und doch keiner zu sein. So, Margus, ihr seid jetzt hinter dem Holzbaum. Wenn ihr meinetwegen noch hier rumstehen wollt, könnt ihr das tun, aber... Könnten wir mit diesem Herrn dort sprechen? Ich zeige auf den Eferdi. Er schaut dich an, hält seine Hand auf. Drück ihm 2 Silbertaler in die Hand. Leg noch 3 Silbertaler noch dazu und dann werde ich ihn ebenso rüberschleusen. Mit grimmiger Gesicht kram ich tief im Geldbeutel und hol nochmal 3 Silbertaler raus. Rafim, warum tut er das? Hey, du da, Answin, lass ihn auch nochmal rüber. Ja, okay. Das ist ein Freund von Abelmir. Komm, werter Freund, setzt euch zu uns. Ja, der Eferdi taucht dann unter diesem Baum drunter, lässt sich dann euch anschließen. Und jetzt könnt ihr ihn auch erkennen. Er ist merkwürdig und erinnert euch irgendwie an einen horasischen Edelmann, an einen wind- und wettergegerbten Kapitän. Er hat so ein bisschen was von Jalan mit seinem schwarzen Handschuh, den er sich übergezogen hat. Und er hat so ein bisschen was von Isarun. Er ist einfach ein Abenteurer. Kommt, setzt euch auf den Kutschbock. Ah, ein Kutschbock. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ihr den Sonderzoll für mich entrückt habt. Ihr wollt also auch in die Finstermark. Ja. Wie heißt die übrigens, mein Freund? Für euch bin ich Dorian. Dorian Devi Noble, aber für alle anderen wahrscheinlich Margus Marenian. Was wollt ihr in der Dunkelmark, wenn ich fragen darf? In der Dunkelmark, ja. Ach, das ist eine längere Geschichte, aber... Wir haben Zeit. Er schaut sich nochmal um, blickt sich nochmal so ein bisschen über die Schulter, guckt so ein bisschen zu Jalan, der da jetzt einfach stehen bleibt. Und wenn du dann das Pferd wieder antreibst, die Straße entlang krumpelst, in Richtung Norden, vorbei an den anderen Soldaten, die euch hinterher blicken. Ja, das ging schnell. Was seid ihr denn für ein Magier? Worauf seid ihr denn spezialisiert? Wind und Wetter. Ich bin so etwas wie ein Seekriegsmagier, Reisemagier. Ich komme aus Belhanka. Ach, Belhanka. Interessant. Wart ihr zufällig auch beim Konvent? Welches Konvent meint ihr? Den jüngsten Konvent. Letztes Jahr. Nein, da war ich noch nicht am Lande. Ach so, ihr wart wohl zur See. Na gut, dient ihr denn auf einem großen Schiff? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich euch das verraten darf. Oh ja, ein geheimes Ach Schiff. Ach so, ihr seid im Namen der horasischen Marine unterwegs. Verstehe. Ah. Aber tatsächlich, der Konvoi unterliegt der Geheimhaltung. Ja, ich bin mir sicher, dass es um ganz wichtige Sachen geht. Ja, in dem Fall wollen wir euch auch nichts weiter aus der Nase ziehen. Alles gut. Richtig, wir haben ja alle unsere Geheimnisse, die wir behalten wollen. Ich wollte mir, nachdem ich jetzt, waren es 7 Jahre, 6 Jahre? Nachdem ich nach 6 Jahren endlich wieder Aventurien betreten habe, dachte ich mir, ich muss herausfinden, was in der Zeit passiert ist. Und ich hörte, dass die borbaradianischen Erben wohl einiges an Chaos gestiftet haben. Ich habe mir Garret dann gesehen und nun bin ich auf dem Weg nach Norden, um zu schauen, ob wir den schwarzen Drachen besiegen können. Wir? Habt ihr Kollegen mitgebracht? Nicht mitgebracht, aber ich fungiere als so etwas wie ein Kundschafter. Ach so. Und dann wollt ihr eine Transversalesbrücke sozusagen. Ihr seid der Brückenkopf dafür.
Ausgezeichnet, ihr versteht euch also auch. Na gut, ich sehe es an eurer Robe. Ihr kommt aus Beiluk, oder? Richtig. Isarun ist jetzt kürzlich mager geworden. Ja. Ja, also, Grafin, gebt doch nicht so damit an. Also, das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber wie oft wird man denn mager? Bestimmt nicht so oft. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausnutzen. Ja, und na gut. Abelmir wird auch bald mager werden. Nicht wahr, Abelmir? Aber der muss noch ein bisschen üben. Magus. Boltax und Abelmir, beziehungsweise alle, die haben, ihr dürft entweder auf Grobschmied würfeln oder auf Metallkunde. Ich habe Grobschmied. Könnt ihr was aussuchen? Metallkunde hast du doch aber nicht. Metallkunde ist Hüttenkunde. Ich könnte maximal Fleischer anbieten. Okay, das ist ein Wissenstalent, oder? Handwerk? Nee. Nein, Hüttenkunde ist ein Handwerk. Handwerk? Okay. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass gerade unser Zwerg sich mit Metallen auskennt. Ach, weil alle Zwerge Grobschmied aktiviert haben können. Ja, das ist der Schwenneste. Tatsächlich hat aber jeder. Ich bin Geode. Ich habe nichts mit Bearbeitung von Metallen am Hut. Vielleicht kann aber mehr ein Schicksal. Vielleicht sagst du mir noch, jeder Horasier müsste Fernmechanik aktiviert haben. Aber ich schaffe Grobschmied. Dass ich durch meinen. Nicht gut, Schmied, aber ja. Ja. Wie viele Punkte hast du denn? Zwei drei, Punkte eher. Drei, nee, Punkte. Ich habe ja gerade bei Abelmir geguckt, ob sich das lohnt, aber. Boltax, dir fällt auf, dass sein. Also es ist eher auch wieder so verknüpft mit der Sinnschärfe, aber dir fällt auf, dass er sich wohl seine Hand nicht unnötig bewegt, die Warnschote. Die ist sehr steif. Sagt, ist eure Hand verletzt? Verletzt nicht, aber. Die fehlt, sagen wir so. Oh. Dabei blickt er einmal rüber zu Rafim. Das passiert schon mal im Krieg. Ich weiß ja nicht, gegen was ihr gekämpft habt, aber manche Viecher beißen eine mächtige Hand ab. Das ist schlimm. Gegen eine Goldfaust. Das ist eine Prothese, eine vollfunktionsfähige? Korrekt. Interessant. Oh, gegen eine Goldfaust und ihr habt sie überlebt. Also ich habe sie nicht besiegt. Er fügte mir eine große Wunde am Kopf zu und schlug mir den Arm ab. Aber er hat euch leben lassen. Ihr müsst ihn beeindruckt haben. Wären meine Kameraden nicht gewesen, wäre ich nun tot. Ach. Aber ich darf das nicht so eng sehen. Ihr seid wohl ein angenehmerer Zeitgenosse. Ich weiß ja nicht, warum er euch gejagt hat. Beträchtlich, ja. Vielleicht wolltet ihr ja nur irgendwo rein, wo ihr nicht hin sollt. Es war ein Wettrennen. Das Horasreich gegen die Alanfanische Flotte. Und wir haben gewonnen. Die Alanfaner haben das nicht ganz so gut aufgenommen. Wie immer. Aber ihr seid auch auf dem Weg in die Finstermark, ja? Seid ihr auch sowas wie Helden? So weit würde ich nicht gehen. Nun, Helden nicht. Wir sind Erkunder. Nein, wir sind schon im Reich von der Götter, im Willen der Götter und des Reiches natürlich. Also eigentlich bin ich Entina Sumus, aber wenn man mich als Held unbedingt betrachten will, natürlich, dann bin ich auch ein Held. Margus, sagt einmal, ihr habt eben gesagt, ihr wart 6 Jahre lang nicht in Aventurien. Wart ihr denn schiffbrüchig gegangen? Auch, mehrere Male, aber vor allem lag das daran, dass ich den Kontinent verlassen habe. Wo wart ihr dann? Im Güldenland. Oh, im Güldenland? Bin unter... Ihr tut jetzt alle so, als würde mir das versagen. Was ist das? Unter der Königin der See gefahren, unter Harikani Chualga. Ach, die rote Harika? Den Namen habe ich schon mal gehört. Hi. Wie, es hat es also wirklich geschafft? Mehrere Male, deswegen wird sie Königin der See genannt. Ich beuge mich einmal unauffällig zum Magus und schnuppere, ob der vielleicht ein bisschen Ilmenblatt oder sonst irgendwas geraucht hat. Du darfst mal eine Heraldikprobe würfeln. Darf Abel mir auch machen. Dürft ihr alle machen. Ist das Schwert um 7, wenn ihr kein Horasier seid. Also er riecht nicht nach Ilmenblatt, nein. Er riecht nach Wind und Wasser, nach See, salzig. Ja, aber wenn ihr ein Wetter- und Wassermagier seid, wie steht ihr denn zu der komplexen Synergie der Elemente hinsichtlich von Wasser und Luft?
Also ich meine, das Wetter wird ja meistens ausgemacht von mehr als nur einem Element. Das interessiert euch? Er war im Gütenland. Ja. Du tust jetzt so ab, als würde uns das was sagen. Gütenland ist ein anderer Kontinent. So als wenn ihr nach Uturia reist. Abelmir, dir fällt auf, dass er wohl Träger der Talion-Mel-Medaille Els ersten Grades ist und unter anderem daneben auch eine Bürgerverdienstmedaille führt. Den anderen sagt das natürlich nichts. Boltak schaut da an, nickt. Er deutet dabei auf eine Rune auf seinem pferdischen Gewand, zumindest diese blaue Robe. Und du kannst sehen, dass es wohl eine Robe, eine Rune ist, die Wind und Wasser auch verknüpft. Ja, ich verstehe das. Seht ihr diese Rune? Sie gehört zu dem alten Gott Krüsir. Krüsir? Davon habe ich noch nie gehört. Das habe ich mir gedacht. Da sind wir ganz doll beeindruckt, wenn ihr auf einem anderen Kontinent wart. So, aber mir bist du jetzt zufrieden. Wir sind beeindruckt. Hochbeeindruckt. Wir sind hochbeeindruckt, dass ihr auf einem anderen Kontinent wart. Ihr müsst seinen Sarkasmus verzeihen. Ja, er weiß es nicht besser. Von meinen Reisen zu erzählen. Vielleicht, wenn ihr beim horasischen Geheimdienst wäret, könnte ich euch darüber mehr erzählen, aber wie gesagt, die Akten sind unter Verschluss und ich darf euch leider nicht mehr dazu erzählen, außer dass ich drüben war. Ach, das ist furchtbar. Naja, man kann halt nichts machen. Ich verstehe euren Vorbehalt, jeden dahergelaufenen Abenteurer solche Geschichten zu erzählen. Schade. Kommt man denn auch auf anderen Wege als nur mit einem Schiff dorthin? Schwierig. Es gibt auch... Ich bin einmal von... Nein, ich glaube auch nicht, dass ich euch das erzählen darf. Belassen wir es einfach dabei, dass man aventurisches Holz braucht, um von der einen zur anderen Richtung zu fahren. Aha, also es geht um die elementare Zusammensetzung des Humors. Korrekt. Ah, das ist interessant. Höchst interessant. Aber genug von mir. Erzählt doch etwas von euch. Wie gesagt, ich war jetzt lange nicht hier und bin nur schnell aus Kuslik, nachdem ich mich etwas akklimatisiert habe, hierher gereist, um so etwas wie einen Brückenkopf zu bilden und dann den Kampf gegen die Heptarchen, nennen sie sich wohl, aufzunehmen. Erzählt mir etwas von euch. Nun, Isarin, ihr zuerst. Ja, so könnt ihr, wenn ihr wollt, die Geschichte von euch erzählen oder aber... Ja, wollt ihr es kurz machen? Wollt ihr gar nichts erzählen? Was wollt ihr sagen? Ich würde es kurz machen. Ich würde allgemeine Informationen zu mir geben und mich natürlich, wenn er Interesse daran hat, auch noch auf ein Fachgespräch über... Elementare, gerade im Bereich des Wassers und des Windes, eventuell auch des Eises. Natürlich. Du merkst, dass er unglaublich versiert ist, gerade im Bezug auf Wind und Wasser. Ja. Gerade die Kombination scheint ihm wohl sehr zu liegen. Ihr könnt übrigens keine richtigen Symbole des Effort erkennen. Also wenn ihr mal so ein bisschen nachguckt, er hat wohl eine verblichene Tätowierung eines Delfins auf seinem Unterarm. Allerdings ist die wohl auch drüber tätowiert worden. Also irgendein anderes Symbol, irgendein anderes Zeichen. An seiner blauen Robe prangt kein einziges Effort-Zeichen. Ja, und während ihr so die Straße entlang rumpelt, verändert sich die Gegend. Ihr könnt die Landschaft etwas genauer in den Augenschein nehmen und bemerkt dann, dass es so etwas gibt wie desolate Sümpfe, feuchte Niederungen, die in der Umgebung ein schlammiges oder braungrünes Aussehen geben. Ihr seid jetzt auch ein bisschen länger unterwegs, also die Sonne geht langsam, aber stetig unter. Als ihr das letzte Mal hier wart, sah sie noch nicht so aus. Hier und da zeigen sich verdorrte und geschwärzte Bäume vor dem Himmel. Ihr könnt summende Insektenwolken über euch flirren sehen. Es riecht so ein bisschen süßlich nach verfaultem Fleisch, verrottender Materie und verwesener Humus. Ab und zu könnt ihr es neben euch blubbern sehen, als ob sich da giftige Blasen oder sowas bilden, giftige Wolken.
Ansonsten ist es ziemlich still. Keine Tiere oder auch nicht einmal die Insekten, die über euch kreisen, könnt ihr hören. Ab und zu vielleicht mal das Schmatzen von Stiefeln, das Klackern von Hufen auf der Reichsstraße und was weckt irgendwie die Umgebung aus dem Tod auf. Als ob hier irgendwas Schlimmes, etwas sehr Schlimmes passiert wäre. Laublose Bäume, feucht glänzende Rinde. Marenian wird das ein oder andere Mal dann zu einem Baum gehen, mit seiner behandschuhten Hand gegendrücken, könnt sehen, wie da wohl die Rinde feucht runterbröckelt, so klumpenartig, und dahinter einige Maden und Würmer sitzen, die dann hinter dem verfrorenen Splintholz sich dann winden. Ihr solltet dieses Ding nicht anfassen. Die sind verdorben durch und durch. Nun, mit meiner behandschuhten Hand wird sich sicherlich nichts tun. Aber diese Bäume, sie sind nicht tot. Sie sind krank oder von innen verfault. Ich würde fast sagen, sie sind untot. Was auch immer hier passiert ist, es ist noch nicht vorbei. Ihr wisst noch nichts, was mit Wern passiert ist? Ich habe Geschichten davon gehört, dass es wohl zerstört wurde in einem Krieg, in einer Schlacht. Nicht nur in einer Schlacht, einem Magnum Opus. Welches Element? Der Verderber der Elemente. Nichts, was dort lebte, existiert noch. Alles ist tot oder geschändet. Aber ihr wart dabei, ja? Wir waren dabei und haben es sehr, sehr knapp überlebt. Ich habe zumindest auf dem Weg hier keine anderen Reisenden mehr gesehen. Sicherlich werden noch einige hinter uns nachfolgen, wenn sie sich dann gesammelt haben zu so etwas wie Söldnerheeren. Aber wir sind jetzt irgendwo kurz vor Poolet, oder? Zumindest ist das die nächstgrößere Ansiedlung. Ich habe ihn erst auch nicht auf den Weg geachtet, habe mich so mehr unterhalten mit ihm oder seinen Unterhaltungen zugehört. Also, ich könnte es nicht sagen, wo sind. Und gehen wir dann jetzt übendlich über den Fluss. Ich würde sagen, wir gehen unten drunter durch, noch einmal. Ja, dann machen wir das doch. Das bedeutet, wir müssten bei Poolet in Richtung Osten abbiegen. Wo ist denn dieses Poolet hier auf der Karte von Karino? Ich sehe da nix. Schaut einmal ein bisschen weiter oben mit eurem Finger. Dort. Oben. Es ist aber auch klein geschrieben. Ah, okay. Ja, ich glaube, jemand hat da auch mal drüber genießt oder so. Jedenfalls ist alles verschmiert. Das ist ja nicht schön. War bestimmt etwas von Kiaras Wein, der ausgelaufen ist. Ja gut, das kann ja mal passieren, ne? Aber ja, lass uns mal weitergehen. Ja, während ihr weiter geht und wenn man noch die sich wandelnde Landschaft betrachtet, könnt ihr wohl sehen, wie eine Gestalt aus den Wäldern, aus den Bäumen heraustritt und sich dann auf die Straße stellt. Es sind wohl noch grob. Wie viele Meter werden das wohl sein? 200? 150 Meter? Raffin, macht euch bereit. Oh, bringen wir Räuber um? Oh, hättet ihr doch was gesagt, dann hätte ich meine Schlagringe schon aus dem Rucksack geholt. Gib mir mal eine Sekunde. Oh, ich will die Gestalt mal angucken. Sinnschärfe. Voltax, wie du sagst jetzt gleich so Sachen wie, wir bringen den nicht um oder du darfst den nicht totprügeln. Ich habe jetzt schon den einen Schlagring an. Kneifst deine Augen ein bisschen zusammen. Ist es ein Straßenräuber? Er hat auf alle Fälle einen Bogen gezogen und sieht sehr... ja, androgyn aus, du bist dir nicht ganz sicher, du schaust nochmal hin, lange Ohren. Eine Beschreibung bitte. Von Mendarion Federbringer.
steht eine relativ groß aufgewachsene Gestalt da, also so ein kleines bisschen unter Rafims Körpergröße, aber nicht sehr viel, wobei er natürlich nur, wenn du es abschätzt, halb so breit ist. Er hat erdfarbene Kleidung an, steht auf der Straße, lehnt sich auf seinen Bogen ein bisschen, der sich auch unter dem Gewicht ein klein wenig spannt und schaut etwas intensiv in eure Richtung. Tor. Und Feratosch. Hm. Was sagst du da? Ein Bunferatosch. Ein was? Mit den langen Gesundheit. Ohren und den Spitzen. Boltax, kann ich das jetzt umbringen oder nicht? Also wenn es ein Straßenräuber ist, ist das ein ziemlich blöder. Der greift alleine einen ganzen Konvoi an. Also ein geschenkten Gaul ist das eine Situation, würde ich sagen. Der steht da eigentlich ganz lässig. Ich würde ihn jetzt erstmal nicht angreifen. Ja, dann packe ich den Schleifring wieder weg, Boltax. Aber wenn er gleich auf uns schießt und ich muss ihn wieder aus dem Rucksack holen, du, ne, dann bin ich aber sauer. Die meisten von denen können zaubern mit ihren Gesängen und so. Ach, ihr meint Elfen? Ich möchte euch darauf hinweisen, hohe Marga, dass ein solcher Elf akzeleriert sicherlich auf 200 Meter uns allen den Tod bringen könnte, wenn er wollte. Aber da wir schon auf seine Schussreichweite rangekommen sind, wird er wohl nicht feindlich gesonnen sein. Zudem würde ein Elf sich nicht erkenntlich zeigen. Er würde aus dem Hinterhalt herausschießen, wenn er uns schaden wollte. Ja, im Moment, wenn er akzeleriert wäre, könnte ja Abel mir seinen wunderbaren Anti-Bewegungszauber zünden. Ja, nur nicht auf 200 Schritt. Ach. So, ich habe jetzt meinen Schlagring wieder weggepackt. Ihr kennt sein... Wie begrüßt man diese Elfen? Ja, Rafim, tut mir bitte einen Gefallen. Ich habe einmal gegen eine Basaltfaust gekämpft. Haltet euch bitte bis auf 7 Schritt von diesem Elfen entfernt. 7 Schritt? Und in 7 Schritt? Elfen begrüßt ihr am besten mit einem Banbaladin. Ah! Ihr tut jetzt so, als würde mir das versagen. So, benehmt euch. Einfach und damit rumpelt ihr mit Abelmirs Wagen auf ihn zu. Ho! Sprecht, Freund. Van Baladin, Tellura. Seid ihr die Mutigen, die diese Straße entlang reisen? Van Baladin, Verjarion. Ich drehe mich um auf der Straße, guck rauf und runter. Ich glaube schon. Und der Wind hat mir von euch erzählt. Ihr seid hier, um gegen den Drasa vorzugehen, nicht wahr? Ach, ihr sprecht für den Wind. Das ist ja höchst interessant. Hallo, Bunferatosch. Ich bin Boltax. Hallo, Boruinoi.